Du bist ein Ladenbesitzer. Ach so, du bist der Waffenschmied. Das heißt, der steht wohl hier draußen rum. Die Dienerin der schon erledigt. Kannst du mit dem Leoparden reden? Stürzt dich in mein Schwert, böse, solange du noch kannst. Minz könnte ihn vielleicht bezaubern. Keinen solch einfachen Tod gönnen. Nö, dafür steht der Leopard so weit weg. Und das hier sieht eher wie eine Art Restaurant aus, unter dem toten Drachen oder was das sein soll. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Gucken wir mal, was das hier für Leute sind. Fürst Opal und wahrscheinlich die Fürstin noch. Ja, hier liegt halt ein Haufen Fleisch rum. Ja, und da ist verschlossen. Gut. Also verschlossene Sachen sollten wir nicht einfach öffnen. Und hier gibt es sogar ein Aquarium. Was ist denn in dem Aquarium drin? Nichts. Hier ist eine Schlange. Und der Junge hier? Wer seid ihr? Mein Bruder hat mich heute Morgen böse gehauen. Er wird dafür bezahlen. Kann ich euch anheuern, damit ihr ihn zusammenschlagt? Nee. Die Plakate auf dieser Maschine besagen, dass sie von einem gewissen Eduardo Jansen erfunden wurden. Eduardo Jansen. Aha. Eine gnomische Flugmaschine. Sie wirkt ein wenig instabil. Ja, ich kenne Icewind Dale 1 und 2. Da gibt es nämlich einen Gnom, der ständig mit seinem Flugschiff abstürzt. Und der auch noch eine Hauptfigur ist, jedenfalls im zweiten Teil. Irgendwann muss ich auch Icewind Dale 1 und 2 mal nachholen. Aber wie immer die Originalversion, nicht die Enhanced Editions. Ich bin da noch ein alter Hund. Hallo ihr erstmal. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Ah, einen schönen Tag. Ich bin Fürst Dermond Opal und dies ist meine Gattin Fürstin Shireen. Was seid ihr, meine Liebe? Ich denke viel zu hellhäutig, um Kalischite zu sein. Wahrlich. Komisch vielleicht? Unsinn, nicht annähernd genug Klasse. Oder Tiefwasser? Ich war annähernd zivilisiert genug, um aus Tiefwasser zu sein, Liebling. Jetzt seid ihr einfach nur albern. Aber glaubt ihr nicht, dass sie amnisch ist, oder, meine Liebe? Sicherlich nicht. Sie sind nicht mal zur Hälfte reich genug, um aus Amt zu sein. Nun, warum spreche ich dann mit ihnen? Abgemacht, sie werden uns hören. Entschuldigung, wir haben beschlossen, euch schnell abzufertigen. Ja, gut. Ja, gute Geschäfte und einen schönen Tag. Ja, sehr freundlich. Bleibt da stehen, wo ihr seid. Verzeihung, aber es ist unverschämt, mit einer Fürstin von Rang zu sprechen, wenn sie von ihrem Gatten begleitet ist. Aha. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Gut. Ja, euer Hust, Hust, Schnösel. Das heißt, wir sind hier mit den Ausstellungen fertig. Können uns mal hier umgucken. Leibwächter Ams. Keine große Herausforderung. Und ja, wir können nur auch mal unsere Nase in Sachen stecken, die uns nichts angehen. Ich sage für Meister Quartus ist er Kunstsammler, nicht ich. Sprecht mit ihm. Also ja, der sammelt auch Türen. Aber erstmal gucken, was Murtlin hier zu sagen hat. Redet ihr mit allen? Ihr wurdet noch nie betrogen? Ich wette doch. Niemand betrügt Minz. Sollte das jemand wagen, dann ist er reif für eine Neueinstellung seiner moralischen Wertsystems durch ein paar kräftige Justierungstritte. Also dafür, dass Minz ein bisschen hohl ist, kann er sehr hochgestochen sprechen. Gut. Also, Quartaris. Knapp bemessen, also fast noch kurz. Gute Geschäfte wünsche ich euch, meine Fürstin. Mein Name ist Quartaris. Seid ihr vielleicht an einem Kunstwerk interessiert? Ein Gemälde vielleicht? Um eure Behausung stilvoll zu schmücken? Nevermind. Ich glaube nicht. Wenn ich mich hier so umsehe, finde ich eigentlich nichts, das meinem Geschmack entspricht. Nur ich fürchte, dass ich wirklich nur wunderbare Kunstwerke verkaufe.
Wenn ihr kein Kunde mit Geschmack und Reichtum seid, findet ihr hier gewiss nichts von Interesse. Noch einen schönen Tag und gute Geschäfte. Meine Zeit ist knapp bemessen, also fasst euch kurz. Never mind. Of course. Okay. Da hat sich ein bisschen Englisch reingeschlichen. Minsk und mit dem Schwert zu leben heißt gut und lang zu leben. So, du bist Waffenhändler, oder? Garantiert keine besseren Preise finden. Aha, Mahir glaubt, ihr seid genau die Art von Kunde, die, auf die er gewartet hat. Vielleicht interessiert ihr euch für Waffen. Mahir denkt ja. Ich gehe davon aus, dass ihr Mahir seid. Aber sicher, Mahir Yin Kada El Sadid. Vor kurzem aus Rashimen gekommen, stets zu euren Diensten. Ihr kommt aus Rashimen? Ich erinnere mich voller Zuneigung an das Land und hoffe, dass ich Bo dorthin mitnehmen kann, weil ich meine, das Schema vollendet habe. Aha, Bo ist also eure Hexe? Nein. Nein, Bo ist mein Hamster und mein Freund. Oh, ich verstehe, Wo war ich geblieben? Ach ja, meine Fürstin, ihr seid immer noch daran interessiert, meine Waren zu begutachten, ja? Zeigt mir, was ihr habt. Hervorragend, prüft meine Waren genau. So. Gibst du uns etwas mehr Geld für den Schrott? Nicht wirklich. Streitkolben, Morgenstern, Langbogen, Dolch, vergifteter Wurfdolch. Kriegshammer plus 1 wäre hier halt. Aber wenn, dann will ich gleich einen anständigen Kriegshammer. Ich könnte allerdings eine Schleuder plus 1 kaufen. Die ist nämlich nicht so teuer. Ninja To. Wurfpfeile. Und ein Stack Kugeln zur Sicherheit und ein Stack Pfeile. Für ihn. Und das war's auch schon. Ach, sie hat ja sogar noch Kugeln. So. Gut, also er hat auch nichts wirklich Interessantes, Wertvolles. So, hier unten haben wir Kerns früheres Zuhause. Wer auch immer Kernt ist. Erzählt mir mehr davon. Hier liegt halt nur ein bisschen Geld rum. Oh, Pfeile. Und ein Bogen. Wie gesagt, Bögen sind doch ein bisschen was wert. Noch ein Buch. Und da sind noch ein paar Sachen zu finden. Ein Edelstein, das ist immer schön. Und etwas Gold und ein Dolch. Ein Edelstein für den Edelsteinbeutel. Ja, kein. Gut. Da haben wir jetzt einfach mal eine leere Wohnung geplündert. Ein enges Geschäft. Mal sehen, ob in dem engen Geschäft auch was Interessantes zu finden ist. Wow, okay. Das sieht aus wie ein Gemüsehändler. Kalisiten, Tetirer, Tiefwasserer. Irgendwann kommen sie alle nach Am. Sie kommen alle. Hallo, sucht ihr something, yes? Braucht ihr meine Help, yes? Engel kann euch helfen. Aha, was war das? Engel kann euch helfen. Come on, ich zeige euch everything. Wird euch gefallen, Engel weiß das. Na gut, zeigt mir everything. Ich meine, zeigt mir, was ihr habt. Das ist ein bisschen Deutsch-Englisch-Vermischungswortspiel. Zeigt mir, was ihr habt. Ah gut, ihr habt viele Fools jetzt, aber ihr wollt keine Fools. Ich bin sure. Ich zeige euch, was ich jetzt habe. Come, I show. Ja. Ah, auch jede Menge Krimskrams. Schild, Langschild und ein Heiltrank. Und ich glaube, dem können wir auch nichts.
Fragt nur. Mehr, besser verkaufen. Wenn ihr es was für Fruits du haben? Keine Fruits du haben. Nur ein bisschen Gold zu haben, was wir einfach mitnehmen können. Also ja, ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber ja, ich kann wahlweise in 640 oder 800, ja, ich spiele in 1024 dank Widescreen-Mod. Ja, enges Geschäft. Also enge heißt der Ladenbesitzer. Oh. Unter diesem Ding gibt's was zu plündern? Nö. Dafür könnten wir da oben vielleicht was plündern. Mal sehen, was wir da finden. Das können wir nicht mal wirklich plündern, okay. Also ja, wir haben hier oben noch Phönizias Haus. Das sieht ein bisschen moderner aus. Wenn es das ist, was ihr wollt. Aber hier ist auch niemand zu Hause. Gut. Euer Wunsch ist mein. Das heißt, wir haben noch den Rüstungsschmied und Bogner. Ob der uns was Interessantes verkaufen kann? Keine große Herausforderung. Seht euch nur um und beachtet die Ware. Muss denn Arnolius bei jeder Gelegenheit gestört werden? Was wollt ihr? Was ist das hier für ein Laden? Ich möchte mich gerne ein wenig umsehen. Was ist denn das für ein Name, Arnolius? Was ist das für ein Laden? Den Eisenbahn, der Kohle und dem Olmos nachzuurteilen, würde Arnolius sagen, dass es sich um eine Waffenschmiede handelt. Aber Arnolius könnte sich täuschen, da er nicht so klug ist wie ihr. Sehr niedlich. Dann zeigt mir doch mal, was ihr so für Rüstung und Waffen vorrätig habt. Nun, ja, das stimmt. Ich kann wirklich nicht behaupten, je einen ungebildeteren Zwerg gesehen zu haben. Ihr könnt mir also genauso gut mal zeigen, was ihr habt. Ja, zeigt mir, was ihr habt. Warum habt ihr das denn nicht gleich gesagt? Alle vergeuden immer Arnolius Zeit. So, er verkauft Rüstungen, Lederrüstung, Plattenpanzer sogar günstiger als andere und den Prunkharnisch natürlich. Die beste Standardrüstung, Rüstungsklasse 1, mit sau teuer. Genauso wie der Plattenpanzer plus 1, der eigentlich fast genauso gut ist. Aber verdammt viel weniger wiegt als der Prunkharnisch. Was Talisa jetzt nicht so viel ausmacht. Tatsche, kleiner Schild, normaler Schild, Langschilde, sehr viele. Und ja, das Langschild plus 1. Oder sogar großes Schild plus 1. Plus 2. Ja, das müssen wir auch uns irgendwie in der Hinterhalt behalten. Ja, Helme. Ich bin mir jetzt gerade unsicher, ob ich Eri einen Helm geben kann. Kauf einfach mal einen. Ja, sie kann den Helm tragen. Ohne dass Zauber blockiert werden. Das ist sehr schön. Wo immer ich kann. Ja. Das schützt sie wenigstens vor kritischen Treffern. Gut. Oh, was ist mit dir? Nun gut. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Seid gegrüßt, ehrlicher Kunde. Peter heißt euch in seinem Geschäft willkommen und wünscht euch viel Glück bei euren Untersuchungen. Was verkauft ihr hier? Ich bin bekannt für meine Qualitätspfeile und auch als Bogenmacher habe ich mir einen Namen gemacht. Wollt ihr einen Blick in mein Lager feinster Geschosswaffen werfen? Jo, zeigt mal. Exzellent. Wenn ihr bitte eure geschätzte Aufmerksamkeit der Auswahl an wunderschönen Feind oder an der Wand zuwenden wollt, bitteschön, folgt mir, ich werde sie euch zeigen. Ja, der verkauft Pfeile im Großen und Ganzen, noch ein paar Tränke und ein paar billige Rüstungen. Also nichts, was uns interessiert.
Gut, das heißt, wir können jetzt wieder runter ins Abenteurer allerlei und uns mal dort mit den Leuten noch richtig unterhalten. Dann sind wir hier eigentlich in der Promenade. Oh, der Erzkaufmann, da waren wir auch noch nicht. Sir, you look like a man who needs a stone. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, die Erzhändlerin. Schaut zu, dass ihr weiterkommt. Ich handle nicht mit kleinen Teilen, ich verkaufe Erz nur in Wagenladungen. Wenn ihr ein paar Kieselsteine braucht, müsst ihr sie selbst ausbuddeln. Okay, die ist nicht ganz so nett. Dann gehen wir jetzt mal zum Abenteurer allerlei zurück.